Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es ist immer noch der zweite Pressetag hier auf der IFA in Berlin. Und ich bin gerade am Huawei, am Huawei-Stand. Ja, die gibt es immer noch und die bringen nach wie vor neue Geräte raus. Und sie haben ja auch wirklich zwei neue Smartphones gerade gezeigt. Nova 10, Nova 10 Pro, aber auch neue Tablets in zwei Größen, 11 und 12, irgendwas Zoll. Ein richtig schickes, neues Huawei Mate X Pro Notebook. Richtig, richtig schön. Und eine Watch D mit EKG-Funktion. Die Huawei, älteren Huawei-Freunde freuen sich schon. EKG kommt jetzt auch bald. Und nicht nur EKG-Funktion, sondern mit einer richtigen physischen Pulsmessung. Also wie man das so vom Arzt kennt, eine Manschette, die sich aufbläst. Die ist dann mit dem Armband, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Der Reihe nach. Es ist Nova-Zeit eigentlich. Es wurden zwei neue Novas vorgestellt. Ein normales Nova und ein Nova 10 Pro. Das Pro ist ein bisschen größer, beide Geräte haben eine gebogene Displays, aber es kommt anscheinend nur das Pro zu uns. Preise und Verfügbarkeiten, außer dass es verfügbar später sein wird, gibt es aber noch nicht. Wenn wir uns dann die Specs angucken, unter der Haube bei beiden anscheinend ein Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Huawei hat nach wie vor das Problem, keine Google-Dienste und sie dürfen keine 5G-Hardware einkaufen. Das bedeutet, die Geräte mit dem Snapdragon 778G 4G können nur 4G. Das ist für viele da draußen auch nicht, also reicht aus, aber 5G wird es ja immer weiter verbreitet. Dicker, fetter Hinweis an dieser Stelle, können kein 5G. 8 GB RAM, es gibt nur eine Version mit 256 GB Speicherplatz, keine Speichererweiterung dabei. Interessant ist, beim Pro haben wir eine doppelte Frontkamera, 60 Megapixel Frontkamera ultraweit, also Weitwinkel. Da sagt, gibt Huawei was mit 0,7-fach an, was auch immer das heißt, da hat man keine näheren Daten bekommen. Und wir haben noch eine zusätzliche zweifach optische bis fünffach digitale Frontkamera. Und das Ziel ist jetzt, dass man mit der Frontkamera mega tolle Frontvideos aufnehmen kann, können 4K aufnehmen bis zu 10 Minuten mit Face-Tracking reinzoomen, automatischen AI-Support, hübscher machen, schöner machen, was es da nicht alles so gibt. Ja, Akku 4500 mAh. Beim normalen kann er, glaube ich, nur mit 65 Watt geladen werden, beim großen kabelgebunden bis 100 Watt. Drahtloses Laden ist nicht an Bord, habe ich nichts gehört. Und auf der Rückseite ist eine 50 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Weitwinkel und nochmal 2 Megapixel für Tiefe oder sowas. Läuft Harmony OS auf den Geräten? Nein, zumindest was ich hier gesehen habe, da läuft kein Harmony OS, sondern EMUI oder EMUI. Huawei hat jetzt auch hier zum allerersten Mal von Super Devices in Verbindung mit EMUI gesprochen, weil sonst war das immer so ein Harmony-Begriff, so für alle Geräte wunderbar verknüpft und das soll ja Harmony OS dann machen. Ja, gut, das war alles auf der Smartphone-Front. Wir haben auch noch neue Tablets gesehen, da sage ich jetzt mal, ja. Gibt zwei Stück davon, ein 11-Zoll-Gerät und ein MatePad Pro in einer 12,6-Zoll-Version. Ne? Hat dann auch wieder 120 Hertz Bildwiederholrate, 40 Watt schnelles Laden, 10.050 mAh Akku. Ne? Huawei Sound mit ganz vielen Lautsprechern, TÜV zertifiziert, da haben sie gar nicht so viel gezeigt. Das also, sind halt normale Tablets. Da läuft jetzt wieder Harmony OS drauf. Da gibt es auch Preise und Verfügbarkeiten. Das Pro 11 soll jetzt Ende September, ab 30. September starten für einen Preis von 650 € und das Pro 12,6 Zoll wird nur gesagt ab Herbst. Ne? Da gibt es wieder Bundle-Aktionen mit Tastaturen, Stiften und was es da nicht alles so geben wird. Ja, da sage ich jetzt aber ganz ehrlich, das, was mich hier von all diesen Produkten am meisten angesprochen hat, das neue MateBook X Pro. Das gibt es nur in einer Farbe, blau. Da schreit der eine oder andere jetzt, das haben sie von dem MacBook Air von Apple kopiert aus diesem Jahr. Keine Chance. Das Ding, ja, es ist auch so schick beschichtet und die Farbe ist, also Farbe ist ein richtig schönes Blau, aber deutlich weniger Fingerabdruck anfällig. Natürlich, wenn man da jetzt mit Fett oder sowas, dann sieht man auch Stirn, aber das ist so, es ist Magnesium-Alloy, also keine Aluminiumgeräte mehr, sondern jetzt Magnesium, weil das Ganze noch mal leichter gemacht hat. 1,2 was auch immer Kilogramm für einen 14,2 Zöller. Mega dünn, natürlich mit einem aktiven Lüfter drin. Ich glaube, ein Intel Evo, ne? Evo. Da kommen wir jetzt gleich noch zu, was ich nur sagen wollte, zur Verarbeitung. Vom Gefühl, es fühlt sich halt nicht wie ein hartes Metallgehäuse an, sondern eher so leicht gummiert. Sanftes Gummi, würde ich da fast sagen. Richtig, richtig schön. Dicke, Größe, Verarbeitung. Mega.
Und weil es Intel Evo ist, mit einem, ich glaube, 1260p, was auch immer, schlag mich tot, natürlich aktiv gekühlt, sind zwei aktive Lüfter drin. Hört man natürlich auf dem lauten Messestand nicht. Aber dadurch, dass wir eine Evo-Zertifizierung haben und die Profis wissen, Evo gibt es, muss Thunderbolt 4 haben, haben wir auf der linken Seite auch wieder zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse. Kopfhöreranschluss gehe ich, glaube ich, auch links. Auf der rechten Seite haben wir zwei USB-C-Anschlüsse, die Stand jetzt auch Stromversorgung unterstützen. Das heißt Stromkabel links oder Stromkabel rechts. Yeah. Was ich nicht weiß, obwohl es USB 3.2 ist, ob sie auch eine DisplayPort-Unterstützung drin haben. Konnte ich jetzt auch nicht vernünftig testen, da mal einen externen Monitor rüber zu gehen. Startpreise kommt jetzt auch, ich glaube, ab direkt auch nach der Messe, nach der IFA geht es Mitte September dann direkt los. 2.200 oder Marketing spricht 2.122 € sollen die Teile dann kosten. In einer anscheinend 1 TB 16 GB RAM-Version. Das wäre dann natürlich ein krasser Preis. Glaube ich, könnte aber auch eine kleinere Speichergröße sein. Aber das ist so gerade mit all den Infos, die ich habe. Was ich aber sagen kann, Tastatur, Trackpad, natürlich ist das Display wieder ein Touchscreen. 90 Hertz, sieht aus, schön. Die Webcam, nicht bescheuert unter der Tastatur, dass man immer die Nase filmt, sondern oben im Rahmen. Ist nur eine 720p Webcam, aber hey, Lautsprecher sollen toll klingen, Akkulaufzeit, das ist natürlich, weiß man nicht. Das, was man aber so vom ersten Eindruck sehen kann, ist, dass das Ding sexy aussieht, sich sexy anfühlt, sexy dünn daherkommt und man denkt sich nur, das ist, glaube ich, das fünfte Jahr, in dem Huawei Notebooks baut. Und die haben es schon gut gestartet und sie wurden ja auch besser. Zwischenzeit dachte man, Und jetzt damit, das ist sowas, wo ich mir denke, krass, ne? Da müssen sie sich eigentlich nicht von einem ThinkPad Nano, jetzt vielleicht nicht als schwerer Vergleich, aber so einem dünnen ThinkPad oder irgendwas in die Richtung, sehr, sehr, sehr interessantes Teil in meiner Meinung nach. Und dann gab es das letzte Ding noch, die Watch D. Ich habe keine Ahnung, wofür das D in der Watch D steht. Kommt jetzt demnächst auch raus, kostet, wissen wir nicht, kommt aber jetzt irgendwann im Herbst. Das Interessante an der Watch D, na, so ein rechteckiger Fitness-Tracker natürlich mit Display, mit AMOLED-Display, 1,64 Zoll soll das Ganze sein. Sieht natürlich ein bisschen klobiger aus, als man das von einem normalen Fitness-Tracker, Armband, Mi-Band oder was auch immer so kennt. Aber das Ding hat natürlich noch mehr Funktionen. Die ganzen Health-Funktionen sollen damit an Bord sein. Wie zum allerersten Mal jetzt hier mit Finger dran halten und ruhig halten mit einer EKG-Funktion. Da warten wir auch bei anderen Huawei-Watch-Uhren ja noch auf eine Zertifizierung. Die soll jetzt auch endlich kommen. Also wenn das Ding dann rauskommt, wahrscheinlich in dem Moment, wo die EKG-Zertifizierung zugelassen ist, dann gibt es die Dinger auch oder hoffentlich auch ein Update für die alten Dinger dann auch, aber jetzt auch in der Watch D mit EKG-Messfunktion. Aber das viel krassere, und ich konnte es erst glauben, als ich sie am Handgelenk hatte, mit einer richtigen Blutdruck-Messfunktion. Also nicht Puls, sondern Blutdruck. Da ist dann wirklich eine im Armband eine Manschette drin, also so eine kleine Luftpumpe und ein Luftding, was dann auf sich aufpumpt, wie man das vom Arzt kennt. Und das pumpt dann halt mit einer kleinen, denkt man sich, wo ist da? So eine Mini-Luftpumpe muss da ja in der Uhr, im Band, wo auch immer sein, um sich aufzupumpen, um dann direkt am Handgelenk zu messen. Und dann kriegt man da die Daten und irre. Das ist dieser kleine Technik-Scheiß, wo man sich drauf steht und sich denkt, wie krass ist denn das, ne, dass es jetzt schon so weit ist. Natürlich gab es dann Leute, die gesagt haben, ja, Blutdruck mit optisch messen oder sowas ist dann bald. Und dann gibt es ja auch die Ersten, die dann sagen, das muss ja dauernd kalibriert werden. Das Ding mit der Art und Weise muss dann halt nicht kalibriert werden, auch nicht nachkalibriert oder sowas, sondern funktioniert halt, wie man es vom Arzt kennt. Irre. Also das, aber gibt es halt noch keine Infos zu, aber sehr cooler erster Eindruck. So, und ansonsten war Huawei hier wieder natürlich sehr bemüht zu sagen, mit den Vorurteilen auszuräumen. Ne? Harmony OS, wann kommt es? Soll ja auch für Altgeräte jetzt so langsam kommen, ja. Aber auch, dass man auch ohne Google Apps glücklich leben kann, dass es so viele Alternativen dazu gibt zu Google-Diensten, dass man auch trotzdem alle Apps. Dann war dann einer, der natürlich auch, denn jetzt wird einem erzählt, ja natürlich, man muss sich ja nur ein paar Tage einarbeiten. Ja, Kunststück, wenn ich da Tage an Arbeitszeit reinstecke, kriege ich jedes Gerät auf was auch immer gefunzt. Aber der Vergleich war halt eher, wenn man von Android auf ein iOS-Gerät wechselt, dann braucht man ja auch ein bisschen, um sich da reinzufuchsen. Und genauso ist es, laut Huawei, wenn man von einem Android-Gerät mit Google kommt zu einem Android-Gerät ohne Google-Dienste und sowas. Das geht alles, ist halt nur anders und man muss sich daran einfach nur gewöhnen. Ja, wenn man aber dann gewisse Apps, Dienste, Programme oder sowas braucht, die halt da, und ich kann ja auch Leute verstehen, die sagen, ich frickel nicht gerne, aber dann wird gleichzeitig mit den Smartphones, das ist natürlich traurig, aber dann wird da so ein Messtechnik-Teil rausgeballert oder so ein geiles MacBook X Pro. Sexy. Ja, egal. Also ich freue mich, dass Huawei nach wie vor hier ist. Deutlich kleiner, als man das von sonst, von früheren Messen und IFAs gewohnt ist. Hier wird auch nicht mehr groß alles Mögliche gesponsert. Die müssen ja auch die Kohle zusammenhalten, ne? Deswegen, aber
trotzdem immer noch ein schöner Stand und nettes Portfolio, was sie gezeigt haben. Und vor allem, dass sie hier noch neues Zeug zeigen, ne? Wie oft wir schon den Abgesang hatten. Aber nee, die, ich will nicht sagen, die zucken noch, sondern die leben noch. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!